Servus Rieke, nett, dass du dich der Herausforderung stellst. Wir kommen immer wieder auf gleiche Problemchen. Mir passiert dasselbe, gell? Aber ich arbeite auch dran. Martin habe ich erzählt von Nadelstichen, aber die trotzdem ein bisschen sollen nicht schmerzen. Und der Martin soll mitschauen, vielleicht schaust du auch die Noten mit. Das sind alles Achtelläufe. Und diese sich wiederholenden Töne, da den zweiten dranhängen und der ist eigentlich spürbar länger. Wie Flötentöne. Da kommt es auf die Präzision drauf, also die einzelnen Töne genau anspielen. 1, 2, dann. Und da hinaufbinden. Und auf dem dritten dann bleiben. Der ist eigentlich spürbar länger. Und für dich noch als Hilfe, die als Phrasierung spüren, die einzelnen Bögen. Das ist schon eine erste Phrase. Wie Melodie, die Melodiebögen müssen spürbar werden. Dann merkst du auch, dass ich den Bass ab und zu bin ich ein bisschen länger drauf. Probier's mitspielen. Zweiter Teil, der geht da schon ganz, da flattert er weiter. Schau mal die Noten mit. Da rascht er da. Wieder weiter flattern. So passt der Teil schon. Wieder ganz weich. Die Phrasierungen bleiben gleich. Da irgendwie weiter drängend denken. Da, 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 da. Ah, da bin ich jetzt auf den Kopf, gell? Auf den Binden, Legato. Nirgends hängen bleiben. Ich spiele es jetzt einmal in der Tiefe, dann kannst du nicht mitschauen. Dieses Spiel geht weiter. Mit diesen 8 Läufen. Da 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 da. Das sind eigentlich immer diese Dreiergruppen. Da 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 da. Gutes Gelingen, viel Spaß, du schaffst es.